Caro Lampert hat sich inzwischen fest auf der Ladies European Tour etabliert. Aktuell ist sie 30. in der Rangliste, dem Race to Costa del Sol, und tritt in dieser Woche bei der Aramco Team Series in Bangkok an. Heute ist sie bei uns im Gespräch. Hallo Caro, herzlich willkommen. Hallo. Du bist mehr oder weniger frisch von deiner ersten Runde gekommen. Wie lief's eins unter Paar? Was sagst du? Ja, ich war insgesamt zufrieden. Ich habe auf den ersten paar Löchern ein paar nicht so gute Abschläge gemacht, hat dann schwierige Up-and-Down-Situationen, aber habe das eigentlich ganz gut hinbekommen und ja, war zufrieden mit der Ein- unter Paar-Runde insgesamt. Was rechnest du dir aus für den weiteren Verlauf des Turniers? Zwei Runden sind es noch. Ja, ich hoffe, dass ich morgen vom langen Spiel noch ein bisschen solider dastehe. Ich werde gleich noch ein bisschen auf die Range gehen, noch ein bisschen trainieren können. Das war eigentlich letzte Woche in Madrid sehr solide. Aber ja, ich hoffe eigentlich, dass ich meine Position so halten kann. Morgen, dass wir mit dem Team nochmal gut spielen, weil wir ja eben auch neben dem individuellen Turnier hier noch ein Team-Event haben und das wirklich mega viel Spaß macht. Ich habe zwei nette Mitspielerinnen und eine nette Amateurin auch noch. Also wir haben eine gute Zeit zusammen und da vergisst man auch so ein bisschen seinen eigenen Score, was ich ganz angenehm finde. Und so ein bisschen das Team-Event macht auf jeden Fall mir persönlich sehr viel Spaß. Jetzt ist die Saison ein paar Turniere gespielt worden, ist insgesamt aber noch relativ frisch. Wie zufrieden bist du so insgesamt mit deinem Start in die Saison selber? Ja, insgesamt war es nicht schlecht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich ein paar Mal vielleicht mehr vorne mitspiele. Ich habe jetzt viele gute Finishes gehabt, aber öfter mal bin ich ein bisschen langsam ins Turnier gestartet. Letzte Woche hatte ich ein richtig gutes Wochenende, habe ja über 40 Plätze gut machen können dann. Aber für mich wäre es einfach mal wichtig, dass die ersten 2 Tage nicht immer ums Cut machen spiele, sondern mich vielleicht Ja. mal eher ein bisschen nach vorne orientiere. Und das wäre jetzt auch so für mich das Ziel die nächsten Wochen. Obwohl ich aber insgesamt an den Sachen auch, an denen ich gearbeitet habe, wirklich zufrieden bin, wie sich das entwickelt hat die letzten Wochen. Und ja, jetzt kommen wir bald auch wieder voll nach Europa zurück und haben dann auch mehr oder weniger immer die gleichen Bedingungen, was ich persönlich einfacher finde, dass man nicht immer auf unterschiedlichem Gras spielt und auf unterschiedlichen Grüngeschwindigkeiten. Würde sagen, es kommt mir eher ein bisschen entgegen, wenn das dann der Fall ist. Ja, da steht ein relativ langer Zeitraum in Europa selber an demnächst. Wie sieht da für die nächsten Wochen so deine oder den Rest der Saison, wie weit du das im Voraus schon sagen kannst, deine Turnierplanung aus? Worauf freust du dich besonders? Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir wieder ein Turnier in Deutschland haben. Das ist für mich auf jeden Fall eins der Highlights und aktuell habe ich eigentlich auch nur meine Turniere bis zu dem Turnier in Deutschland geplant. Ich versuche natürlich jetzt davor was zu spielen. Ich spiele jetzt nächste Woche Jabra mit, die Woche danach Belgien, dann mache ich eine Woche frei. Dann haben wir ein Mixed-Event in Skandinavien, in Schweden. Dann spiele ich das Aramco Team Series Event in London. Dann Tschechien und dann ist Deutschland Anfang Juli. Und das ist auf jeden Fall eins der Highlights, auf das ich mich sehr freue. Und ich hoffe, dass auch einige Leute zum Zuschauen kommen. Das hoffen wir definitiv auch. So, was ist da nochmal das Besondere, wenn man das Ganze vor heimischem Publikum spielen kann? Ja, ich denke, es gibt mittlerweile einfach so wirklich viele gute deutsche Spielerinnen bei uns auf der Tour und einfach, dass wir uns auch nochmal präsentieren können, vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es ja doch auch schwierig ist, uns in Deutschland irgendwie live zu sehen, auch wenn es vielleicht hier eine Übertragung gibt. Ja, und ich glaube, einfach so den Support auch zu fühlen. Also letzte Woche waren in Madrid zum Beispiel echt viele Zuschauer für die Spanierinnen da und das war eine coole Atmosphäre und ja, das wünschen wir uns alle, dass es in Deutschland auch so ist. Ich hatte das Erlebnis schon in München und in Düsseldorf. Das war mega cool. Ja, und wenn dann die Leistung noch stimmt, wäre es natürlich umso besser. Ja, da gibt es inzwischen einige deutsche Spielerinnen, die gerade auf der Ladies European Tour auch immer mal wieder oben mitspielen können und sich auch die Saison über
gut platzieren können. Das wäre natürlich besonders erfreulich, wenn es da in Deutschland auch klappen würde, zumindest vorne mitzuspielen. Ja, genau. Genau, ein Thema, gerade auch, was im Moment im Golfkosmos insgesamt ganz groß diskutiert wird, ist, dass Saudi-Arabien sehr viel Geld in den Golfsport an sich pumpt, aber auch in die Ladies European Tour selbst. Wie stehst du dazu? Hast du dazu eine Meinung? Ja, also erstmal bin ich mega glücklich, dass wir so viele Turniere von Aramco und Golf Saudi organisiert bekommen haben. Wir spielen für eine Menge Geld für uns. Wir spielen nicht viele Turniere für eine Million Dollar Preisgeld. Deswegen ist es für uns in allererster Hinsicht erstmal eine Riesenmöglichkeit, mehr Geld zu verdienen, um mehr Punkte zu spielen. Und die Turniere sind super organisiert, kann man nichts sagen. Und aus dem ganzen Politischen halte ich mich raus. Also ich bin glücklich, hier die Turniere mitspielen zu können und unterstütze das auch gerne, dass ich hier mitspiele. Man sieht ja auch, wie viele große Namen hier mitspielen und das macht das alles schon sehr interessant. Aber aus allem anderen versuche ich mich eigentlich weitestgehend rauszuhalten. Ist das, dass es da einen gewissen Spannungsbogen gibt, eben gerade zwischen den politischen, aber auch, dass gerade auf der im Damengolf, was das Finanzielle angeht, noch eine größere Notwendigkeit tatsächlich besteht, als bei den Herren zum Beispiel, wo es mehr oder weniger um noch eine weitere Million geht. Ist das was, was auch unter euch Spielerinnen diskutiert wird oder seid ihr da einfach froh, dass es höhere Preisgelder und mehr Turniere gibt? Ja, wir bekommen selbst davon ja nicht viel mit. Also selbst wenn wir in Saudi sind, werden wir super behandelt. Für uns ist das ein Turnier wie jedes andere eigentlich. Deswegen wird da bei uns eigentlich gar nicht drüber geredet. Okay. Du hattest eben gesagt, um nochmal auf dein Spiel selbst zurückzukommen, also es gibt so ein paar Sachen, an denen du arbeitest, an die sich auch ganz gut entwickeln. Was sind da so die Baustellen, die du noch hast? Ja, ich würde sagen, dass die größte Baustelle eigentlich so mein Putten ist, an dem ich jetzt auch ja, seit Ende letzten Jahres viel mehr daran gearbeitet habe, dass ich auch viel mehr Statistiken mache nach der Runde, um wirklich zu sehen, was gut war und was nicht so gut war. Aber jetzt momentan während den Turnieren eigentlich so von den technischen Gedanken, die ich über den Winter bekommen habe, weggegangen bin und jetzt halt viel mehr in die Vorstellung gegangen bin. Und letzte Woche in Madrid hat es die ersten 2 Tage zum Beispiel gar nicht funktioniert. Da habe ich Probleme gehabt, mich darauf zu fokussieren. Und dann habe ich eine Idee von einem Rhythmus bekommen und das hat dann am Wochenende richtig gut funktioniert, was ich auch an der Statistik gesehen habe. Also das ist so die Hauptbaustelle, würde ich sagen. Ist das die ersten beiden Tage? Kannst du irgendwie feststellen, woran es liegt, dass die ersten beiden Tagen jetzt weniger gut laufen als die, als das Wochenende dann? Ist das eine mentale Sache? Liegt das woran anders? Ja, ich denke, dass meine Vorbereitung besser abgeschlossen sein muss, bevor ich in ein Turnier reingehe. Dass ich eigentlich einen klaren Plan habe. Das hatte ich jetzt in Thailand, als wir hier vor 4 Wochen gespielt haben, das auch gut funktioniert. Bin ich gut ins Turnier gestartet. Da habe ich aber auch vorher gemerkt, dass die Wochen davor es oftmals so war, dass ich nach dem Cut eher besser gespielt habe. Und ich mir leider immer noch viel Gedanken um den Cut mache, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich das mit meinem Spiel eigentlich nicht haben sollte. Aber ja, dass ich einfach freier aufspiele, sobald es irgendwie so die Last weggegangen ist dann. Ja, das ist so das rote Tuch, das erstmal irgendwie überwunden werden muss. Und was sind so Aspekte in deinem Spiel, wo du sagst, da kannst du dich im Moment vollkommen drauf verlassen, das klappt 100% oder so gut wie 100%? 100% wäre natürlich super. Ja, aber ich würde sagen, dass so meine kürzeren und mittleren Eisen sehr gut sind, dass ich meine Längenkontrolle gut im Griff habe, dass ich weiß, wie weit ich meine Eisen schlage. Und dass das auf jeden Fall auch was ist, was mich so ein bisschen entspannter macht auf dem Golfplatz, weil ich weiß, dass das in der Regel gut funktioniert.
Alles klar. Dann wünsche ich dir mit dem Putten und dem Eisenspiel und allem viel Erfolg diese Woche in Bangkok noch und auch natürlich im Rest der Saison. Super, vielen Dank. Vielen Dank dir. Danke.